Auf besonderen Wunsch das kleine Mädchen mit den Schwefelhölzchen von Hans Christian Andersen. Draußen war es entsetzlich kalt. Es schneite und schneite. Schon fing es an zu dunkeln. Es war der letzte Abend des Jahres. In dieser Kälte und Dunkelheit ging auf den Straßen ein kleines, armes Mädchen mit bloßem Kopf und nackten Füßen. Als die Kleine das Haus verließ, hatte sie freilich Pantoffeln angehabt, aber was half das? Es waren sehr große Pantoffeln, die ihre Mutter bisher getragen hatte, so groß waren sie. Die Kleine verlor die Pantoffeln, als sie über die Straße huschte, weil zwei Wagen schrecklich schnell vorbeirollten. Der eine Pantoffel war nicht wiederzufinden, den anderen hatte ein Junge erwischt und lief damit fort. Da ging nun die Kleine mit nackten Füßen, die rot und blau vor Kälte waren. In einer alten Schürze trug sie eine Menge Schwefelhölzchen und ein Bündelchen davon in der Hand. Den ganzen langen Tag über hatte ihr niemand etwas abgekauft, niemand einen Pfennig geschenkt. Zitternd vor Kälte und Hunger schlich es durch die Straßen, ein Bild des Jammers. Das arme kleine Mädchen. Die Schneeflocken bedeckten sein langes blondes Haar, das in hübschen Locken über seine Schultern fiel. Daran dachte es freilich nicht. Aus allen Fenstern strahlten die Lichter und es roch herrlich nach Gänsebraten. Es war ja Silvesterabend. Und daran dachte es. Müde kauerte es sich in einer Häuserecke zusammen. Die kleinen Füße hatte es an sich gezogen, aber es fror noch mehr. Nach Hause zu gehen wagte es nicht, denn es hatte ja keine Schwefelhölzchen verkauft und brachte keinen Pfennig Geld heim. Von seinem Vater würde es gewiss Schläge bekommen. Und kalt war es zu Hause auch. Sie hatten ja nur das dünne Dach über sich, durch das der Wind pfiff, obwohl die größten Spalten mit Stroh und Lumpen zugestopft waren. Seine kleinen Händchen erstarrten vor Kälte. Ach, ein Schwefelhölzchen konnte ihm gar gut tun. Wenn es nur ein einziges aus dem Bund herausziehen, es an der Wand anstreichen und sich die Finger wärmen dürfte. Es zog eins heraus. Ritsch, wie sprühte, wie brannte es. Eine warme, helle Flamme leuchtete in ein, wie ein Lichtchen, ein wunderbares Lichtchen. Als die Kleine die Händchen darüber hielt, schien es ihr, als sitze sie vor einem großen eisernen Ofen mit polierten Messingfüßen und einem Messingaufsatz. Wie lustig brannte das Feuer darin und wie schön wärmte es. Die Kleine streckte schon die Füßchen aus, um auch diese zu wärmen. Da erlosch das Flämmchen. Der Ofen verschwand. Sie hatte nur die kleinen Überreste des abgebrannten Schwefelhölzchens in der Hand. Sie strich ein zweites an der Hauswand an. Es leuchtete auf und wo sein Schein auf die Mauer fiel, wurde diese durchsichtig, wie ein Schleier. Sie konnte in das Zimmer hineinsehen. Der Tisch war mit einem feinen weißen Tuch bedeckt. Darauf standen glänzende Porzellanteller und Schüsseln und herrlich dampfte die gebratene Gans, mit Äpfeln und getrockneten Pflaumen gefüllt. Und was noch schöner war, die Gans hüpfte aus der Schüssel heraus und wackelte auf dem Fußboden, Messer und Gabel in der Brust, gerade zu dem armen Mädchen hin. Da erlosch das Schwefelhölzchen.
und nur die dicke, feucht-kalte Mauer blieb zurück. Das kleine Mädchen zündete noch ein Hölzchen an. Da saß es unter einem herrlichen Christbaum. Er war noch größer und viel schöner geschmückt als der, den es durch die Glastür bei dem reichen Kaufmann gesehen hatte. Unzählige Kerzen brannten auf den grünen Zweigen, und sie sah eine Fülle bunter Dinge, genau wie in den Schaufenstern. Das Kleine streckte seine Hände nach ihnen, da erlosch das Schwefelhölzchen. Die Weihnachtslieder stiegen hoch und immer höher. Es sah sie jetzt als Sterne am Himmel. Einer von ihnen fiel mit einem langen Feuerschweif herunter. »Jetzt stirbt jemand«, dachte das kleine Mädchen, denn die alte Großmutter, die einzige, die es lieb gehabt hatte und jetzt gestorben war, hatte ihm erzählt, dass sobald ein Stern vom Himmel fällt, eine Seele zu Gott emporsteigt. Es strich wieder ein Hölzchen an der Mauer an, wieder wurde es hell und in dem Glanz stand die alte Großmutter, klar und deutlich, gar mild und liebevoll. »Großmutter«, rief die Kleine, »oh, nimm mich mit. Ich weiß, du gehst fort, wenn das Schwefelhölzchen erlischt. Du verschwindest wie der warme Ofen, wie der herrliche Gänsebraten und der große, prächtige Weihnachtsbaum.« Und es zündete schnell das ganze Bündelchen Schwefelhölzchen an, denn es wollte die Großmutter festhalten. Die Schwefelhölzchen leuchteten mit solch einem Glanz, dass es heller wurde als am hellsten Tag. Nie war die Großmutter früher so schön und so groß gewesen. Sie nahm das kleine Mädchen auf ihre Arme, und beide flogen in strahlendem Glanz und stiller Freude von der Erde fort, hoch über die Wolken, unendlich hoch, wo weder Kälte noch Hunger noch Angst sind. Sie waren bei Gott. Aber im Winkel des Hauses, an die Mauer gelehnt, saß in der kalten Morgenstunde des nächsten Tages das arme kleine Mädchen mit roten Wangen und lächelndem Mund, erfroren am letzten Abend des alten Jahres. Die Neujahrssonne schien bleich auf die kleine Leiche. Starr saß das Kind dort mit den Schwefelhölzchen, von denen ein Bund abgebrannt war. Es hatte sich wärmen wollen, sagte man. Niemand ahnte, was es Schönes gesehen hatte, in welchem Glanz es mit der Großmutter zur Neujahrsfreude eingegangen war.